Hallo, ihr Quirlinge. Der namenlose Held hat den Auftrag erhalten, nach einem Grab von Quahotron zu suchen. Aber das schiebe ich mal auf die lange Bank. Ich habe viel wichtigere Dinge zu tun, nämlich will ich mal den Sumpf zu Ende erkunden und mir das letzte Reliquienteil besorgen. Das ist irgendwo im Haus der Gelehrten. Das muss ganz im Norden sein, da wo die Orks waren im Canyon. Da bin ich bisher gar nicht gewesen. Oh, Fortuna macht sich nützlich. Wahrscheinlich stopft er sein Sumpfkraut, um es irgendwie zu verarbeiten, irgendwie zu konzentrieren, um noch stärkeres Zeug rauchen zu können. Und dann kommt der Schläfer und macht aus ihm einen Suchenden. Und dann ist das Geschrei wieder groß. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Ach ja, Ramon. Nee, Carlos. Bloodfin ist übrigens tot, falls du das noch nicht weißt. Auf Wiedersehen. Ich sehe dich dann. Ich habe eine bessere Rüstung als du. Also, ich bin bisher... Also hier ist so ein Felsen. Der fängt hier an. Da. Ich bin bisher immer rechts von diesem... Bist du Miguel? Ja, rechts von diesem Felsen lang gelaufen. In Richtung von Toms Höhle. Diesmal gehe ich aber hier rum. Da hatte mich ja vor einigen Episoden ein Sumpfhai noch angefallen. Ich glaube, das war nicht der letzte. Sumpfhai, er kriecht durch den Schlick und ich treffe ihn nicht. Oh je, da ist noch einer. Das ist ein Sumpfratte. Ey! Weg. Der Sumpfhai, du gehst jetzt zur Ratte zum Fressen oder was? Nee, gehst du auch nicht. Oh, noch einer. Gut versteckt hinter deinem Artgenossen. Sumpfhaie und Sumpfratten. Ich glaube, ich habe da, wo die Sumpfratte gerade erlegt wurde, ein rotes Kreuz auf dem Boden gesehen. Das verstehe ich gar nicht. Sumpfratte. Fleisch. Das hier ist einer von Gregs Schätzen. Sepperkraut und Feuerkraut. Soweit, so gut. Aber Moment mal. Ich bin jetzt genau auf diesem auf diesem Kreuz drauf. Einer von Gregs Schätzen. Aber ich hatte doch hier vorne auch einen gefunden. Das ist Blutfliege. Was ist denn hier los? Fliegis, wo kommt denn ihr her? Brumm. Brumm, mein letztes Mal. Hier sind die armen Sklaven durchgeflüchtet. Die habt ihr aber doch alle offenbar nicht ausge... Oh je. Ausgesaugt. Wolltest du mich gerade stechen? Daraus wird nichts. Blut fliegen. Ganz viel Kram. Sind jetzt überall im Sumpf die Blutfliegen? Oh, Waldbeere mitten im Weg. Ich weiß es nicht. Sind überall im Sumpf jetzt die Blutfliegen neu entstanden? Weil ich diese Queste hatte mit Fortuno und seinem komischen Trank, wo ich einen Blutfliegenstachel brauchte oder sogar zwei. Das ist denkbar. Hier ist noch was. Weidenbeere. Hatte ich nicht hier irgendwo was ausgebuddelt? Und war der Meinung, es wäre Gregs Schatz gewesen, aber an der falschen Stelle? Oder hatte ich da unten an dem Kreuz schon gebuddelt? Hier oben war doch auch was. Moment mal, irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Hier oben, das habe ich da auch gerade was gesehen. Hier oben ist auch ein Kreuz. Hier habe ich gebuddelt, richtig? Jetzt buddelst du nochmal, was aber nur eine leere irgendwas zutage fördert, richtig? Ja, hier war ich schon. Und ich hatte damals gedacht, vor ungefähr 10... 20 Episoden, dass das die Stelle war, die auf der Karte ein bisschen weiter nach oben rechts davon markiert ist. Aber da ist auch eins, das heißt, das hier ist ein Schatz, der ist überhaupt nicht markiert auf der Karte. Aha. Aber von einem anderen Schatz habe ich nie was gehört, dass hier noch jemand was verbuddelt hat. Okay. Ist schön, weil jetzt habe ich noch einen weiteren. Moment mal. Hat hier gerade irgendwas gebrummt? Im Sumpf?
Es ist schön, weil jetzt habe ich noch einen weiteren Schatz von Greg zu heben. Ich dachte, es hätte, also ich wäre einer weniger. Ist aber nicht der Fall. Und wer den Schatz hier oben verbuddelt hat, den ich gerade noch mal zum zweiten Mal ausgebuddelt habe, das werden wir vielleicht nie erfahren. Irgendwie fehlt mir da jetzt der Zusammenhang zu irgendjemand anderem. Dann also zu Greg. Und dann weiter in den Sumpf. Hier wächst noch was. Eine Feuernessel. So. Hack. Den Schlamm weg. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja. Das ist Spruchrolle leichte Wunden heilen. Oder auch nicht, weil ich hasse wohl die unten drunter liegende Spruchrolle aufgehoben. Ach, du bist ein Held. Zwei Spruchrollen, keine Ahnung, was die zweite war. Das werde ich nie erfahren in meinem Ramsch. Ist mir auch egal. So. Da ist... Rühr mich an. Oh, das ist aber Sumpfeinest. Immer drauf. Wenn das in Elex doch genauso leicht ginge. Aber da ist Bogenschießen echt schwierig. Komm schon. Lüg mich voll. Ich treffe dich nicht. Ja. Zeig mir deine drei Lippen. So, die Sumpfhai-Population ist ausgelöscht, wenn ich noch irgendwelche Eier hier sind, die... Nein, gar nicht wahr. So, ist jetzt hier Ruhe. Hier rechts, das ist die Höhle von Tom gewesen. Die habe ich mit Logan Sumpfhai gejagt vor einiger Zeit. Ich werde dann auf dem Rückweg oder irgendwann werde ich doch hier nochmal mit Hella langlaufen. Ich gehe nochmal grob durch. Aber hier in der Wasserzone wächst sowieso nicht viel. Da hinten, wo es an Land geht, wird es wieder interessanter. Na, da wächst mir einiges entgegen. Sumpfkraut zum Beispiel. Und nochmal. Ob man wohl Gewinn dadurch machen kann, dass man bei Miguel Sumpfkraut kauft und es bei Fortuno verkauft. Ich glaube, Fortuno gibt mir 10 Goldstücke pro Teil. Ist ja irgendwas? Sumpfratte. Hey! Aha. Und, oh, Waldbeere. Und es gibt auch Erfahrung, glaube ich. Also selbst wenn man damit keinen Gewinn machen würde, wäre es sinnvoll, das zu tun wegen der Erfahrung. Sumpfratte. Die Sonne scheint. Was für ein... Also hier im Sumpf hat noch nie die Sonne geschienen. Ist das nicht ein schöner Anblick? Und bald schon stehe ich wieder grunzenden, stinkenden Orks gegenüber. Sumpfgasdrohne. Sumpfkraut. Komm her, wo bist du? Ich habe dich gerade gesehen. Wo bist denn du? Sumpfkraut. Da! Versteck dich doch nicht vor mir. 10 Gold seid ihr wert, ihr Stängel. Und Fortuno möchte euch rauchen. Oh, es ist ein Lebensextrakt, Heilungsextrakt. Hier oben ist ja jetzt keine Ruine, es ist nur so eine Treppe, die in diese komische Höhle reinführt, die mich in den Canyon bringt. Aber so richtig Ruine mit Gedöns und Truhe ist ja wohl nicht. Heilkraut war das. Ja, wie gesagt, einmal grob durch. Den Rest wird Hella erledigen, dann irgendwann mal in einem Schnelldurchlauf. Das hier ist, was ist das? Heilpflanze? Ein Mauerrest. Ja, gut, das war's dann wohl. Ja, dann bin ich ja mit Jagen da auch in nicht allzu ferner Zukunft fertig.
Eine Handvoll Episoden vielleicht noch, schätze ich mal, je nachdem, wie groß das hier noch ist. Fang, Heuschrecke. Theater. Ja. Fang, Heuschrecken und... Wie heißen die Viechter? Feldräuber. Die könnten sich echt mal die Klauen in die Hand geben. Oder sich gegenseitig an den Mandibeln knabbern. Heilpflanze. Heilpflanze und Kronstöckel? Nein. Heilkraut. Heilpflanze. Oh, hier. Das ist aber sehr auffällig. Das ist kein Geheimversteck. Pfeil. 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 Trank. Lederbeutel. Pfeil. Pfeil. Und Pfeil. Ach so, die ganze Lederbeutel muss ich mal aufmachen. Ich habe ja auch im Tempel von Adanos einige gefunden. Hier zwei. Ich habe diese hässliche Visage von Bloodbane noch dabei. Hier sogar 100. Noch welche? Das ist bestimmt der Apfeltabak. Nee, Honigtabak. Ach, das ist schon Honigtabak. Ach so. Den habe ich schon verarbeitet. Ah, ich dachte, das wäre noch unverarbeiteter welcher. Das kann ich ja bei Abu Jin abgeben. Wenn ich irgendwann mal wieder in Korinnes bin. So, hier war ich mal. Mal wieder speichern. So. Hier gibt es ein paar Terrassen. Da ist auch eine Höhle. Ist das die Höhle, in die es hier reingeht? Nee, eigentlich nicht, weil das ist ja eher die da. Also eine Zusatzhöhle. Heilpflanze. Heilpflanze. Der Entdeckerinstinkt ist geweckt, aber erstmal wird der Entdeckerinstinkt besiegt von bei mir sehr, sehr stark ausgeprägten Waldbeerenpflück- und Kräutersuchinstinkt. Drei Waldbeeren. Und eine Feuernessel. Die brennt beim Anfassen. Und ein Dunkelpilz. Aber ich bräuchte noch ziemlich viele Dunkelpilze, damit sich das nochmal lohnen würde für einen weiteren Sud. Ich bezweifle, dass das nochmal so weit kommt. So, das ist doch wieder einer von Cracks Dingern, richtig? Kurzer Check. Ja, das ist ein Schatz von Greg. Wenn ich den gehoben habe, bleiben noch drei Schätze von Greg übrig. Zumindest die, die auf der Karte hier ein X haben. Das eine Ding da vorne. Ach. Der eine Schatz da vorne hat ja auch keins. Also könnten auch noch mehr sein. Rechts, links, rechts. Nein, rechts, links, links, rechts. Hey. Vier Gold, ein Beil und ein Gletscherquarz. Plunder. Hiervon erwarte ich mir deutlich, deutlich mehr. Hack. Hack. Und Hack. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Drachenblut. Ich finde Drachenblut. Ich weiß es nicht. Und einen goldenen Ring. Wow. Wie kommt denn Greg an Drachenblut? Und was ist Drachenblut? Was ist Drachenblut? Was macht das? Macht das mich unbesiegbar, so wie Siegfried? Tja, erstmal wieder finden. Hier oben wird es nicht einsortiert. Es ist irgendwas ganz anderes. Vielleicht sogar eine Trophäe. Ist bestimmt eine Trophäe, richtig. Ich könnte ja Drachen erlegen und dann den Drachenblut abzapfen und dann hätte ich das hier. Da oben ist es. In dieser kleinen Fiole. Drachenblut. Ja, hat einen Wert, aber ansonsten erstmal keine Wirkung. Vielleicht lerne ich irgendwann mal, was ich mit Drachenblut machen soll. Irgendwann, wenn ich wieder in Korinnes bin. Hier wird doch kein Drache sein. Nee. Oder doch, was bist denn du? Das ist ein Feuerteufel. Was ist ein Feuerteufel? Ein Feuerteufel kann bestimmt nicht besiegt werden mit Feuerbällen. Speichern. Auweia. Kugelblitz. Lass mich nicht im Stich. Oh, es geht. Du
Du kannst ja gar nichts. Du bist auch nur so ein Schattenläufer-Skelett, was irgendwie ein bisschen angekokelt ist. Feuerteufel. Nichts zu plündern. Igitt. Er brennt im Schritt. Mann, hast du aber warme Klöten. Dunkelpilze. Dunkelpilze und ganz viele Dunkelpilze. Butlerfleisch. Wer hat dich denn erschaffen eigentlich? Ist das Ravens Werk hier, dass er hier Belias Kräfte konzentriert und die solche Dinge dann aus einem toten Schattenläufer machen? Dunkelpilz. Das hier ist Bergmoos, oder? Nee, das ist nur irgendeine Textur. Hier liegt was? Eine Stabkeule. Aha. Butlerfleisch. Butlerfleisch. Gold. Fackel. Laborwasserflasche. Butlerfleisch. Steinbrecher und Gold. Ist das was? Das da? Nee. Butlerfleisch und dann hier Feuerball und Feuerpfeilspruchrolle. Und das war's hier. Jede Menge Butlerfleisch. Das kann sich Meister Konstantino überhaupt nicht leisten, wenn ich ihm das alles abgebe. Jo. Komisches Vieh, komische Höhle habe ich dich eigentlich schon. Nein. Nachlässig. Da oben war doch die nächste. Komm mal zu Papa. Komm und schwirr mich an. Kreisch mich an. Quietsch mich an. Werd grün vor Neid auf meine schöne neue Rüstung. Es ist ja auch nur eine Höhle. Wo ist denn hier der Weg? Geht das hier weiter? Ah, es geht weiter. Okay, was bist denn du? Oh, ist der Minecrawler? Scheiße, scheiße, scheiße. Kein Minecrawler, bitte kein Minecrawler. Man trifft da einfach nicht mehr, das gibt's gar nicht. Diese Viecher sind unbesiegbar. Sie sind unbesiegbar. Du kannst vor einem Minecrawler stehen und deinen ganzen teuren Mana-Balken verballern. Du triffst den Minecrawler kein einziges Mal als Magier. Und währenddessen rasiert er mich runter und ich habe voll die dicke Rüstung. Mann, ist das gefährlich. Uff. Okay, also ich bin gewarnt. Minecrawler sind da oben. Ohne die dicke Rüstung wäre ich jetzt schon platt. Ich... Futter Fleisch. Ich habe 91 Fleisch zu braten, aber ja. Und Mana gibt's nachgetankt mit Extrakten. Die kann ich ja zu nichts anderem verwenden, außer hier nachzutanken. Die Elixiere des reinen Manas hebe ich mal auf für die Orks, die ich noch bekämpfen muss. Hier im Canyon, beziehungsweise dann auch die Orks am Pass zum Minental. Da ist ja auch so eine ganze Ork-Kohorte. Die muss auch noch irgendwann dran glauben. Irgendwann vorm Ende des Spiels. Da brauche ich eine dicke Rüstung, die ich jetzt wahrscheinlich habe. Und dann irgendwie die Möglichkeit, unendlich zu ballern. Vorher sollte ich dann aber Mana maximieren. Das geht sogar, wow. Mana maximieren, was aber auch geht. Durch Dunkelpilzsude und den einen Kronschenkel, den ich habe, das sind allein schon wieder 5 Punkte Mana mehr. Und hier oben gucke ich gerade nur rum, ob hier irgendwo ein kleines Lederbeutelchen liegt, ein verborgenes solches. Mit einem Monogramm der Großmutter draufgestickt. Nein, liegt aber nicht. Mann, halt. So, hier, Vorsicht. Minecrawler und so. Oh. Das war nicht der Krieger, der mich attackiert hatte. Das war irgendein harmloseres kleines Ding. Okay, gut. Erstmal gut so. Weg. Nee, weg. Trink was. Am besten zweimal. Iss was. Das hier ist übrigens der schnelle Hering. Macht den härtesten Trinker müde. Doppelter Hammer. Nee, das werde ich alles nicht benutzen. Also, Minecrawler, Krieger, Butlerfleisch. Ja, jetzt geht es hier durch diesen Canyon in Richtung Canyon. Oder das ist ja kein Canyon, oder? Was ist das? Das ist so halb offen hier.
Ah, es ist ein Tunnel. Mehr oder weniger. Hier ist irgendein Skelett mit Blut. Das sind Minecrawler. Speichern. Und dann. Attacke. Wie war das immer dann losschießen, wenn sie in der Mitte sind? Wo ist denn da die Mitte? Die Mitte ist ungefähr da. Ja. Wobei die kleinen Minecrawler können wir jetzt nicht mehr so viele anhaben. Also können sie schon, wenn ich nicht treffe mit meinen... Oh, Bergkristall. Mit meinen Zaubersprüchen. Aber so grundsätzlich haben die es jetzt schwerer, mich da runter zu hacken, weil ich eine dicke Rüstung habe. Da hinten ist eine Ratte, da geht es irgendwo hin. Das ist wahrscheinlich der Haupttunnel. Und rechts hinter mir war auch noch irgendein Grabstein, glaube ich. Oh, hier gibt es viel zu erkunden. Ein Heldengrab. Na komm, mach auf. Rechts, nein, links, rechts, rechts, links, rechts. Ah. Ich finde eine Mana-Essenz. Fisch, 23 Pfeile und 11 Gold. Schon wieder 2500. Wow, läppert sich. Hier ist das Schwert Runenmacht. Das scheint irgendwie interessant zu sein und wichtig. Also, ich finde Runenmacht. Es ist nicht wirklich ein Geheimversteck, aber ich mache mal einen Geheimversteck-Alarm draus, weil es hier so eine besondere Waffe gibt. Runenmacht in dieser Grabnische hier. Das hier ist eine Spruchrolle Feuergedöns. Feuerwelle oder so. Glaube ich. Das habe ich schon mal richtig. Nee, Eiswelle. Eiswelle ist das. Also Eiswelle. Das ist ein... Was ist das? Eine Frage. Elixier oder Elixier des reinen Manas? 1454. Ist das ein Mana-Elixier gewesen? Da hinten liegt... Oh, hier ist ein Trank. Was ist das für ein Trank? Das ist Heilungsessenz. Und da liegt eine Spruchrolle. Das ist wahrscheinlich Goblin-Skelett beschwören, würde ich mal sagen. Irgendwie. So sah das aus. Da ist nichts. Truhe habe ich leer. Irgendwer, einer dieser Minecrawler, hat hier ein Grablicht angezündet. Ja, wie gehe ich denn hier am besten vor, in diesem immensen Tunnel? Butlerfleisch. Vielleicht erstmal die Minecrawler weghauen. Na gut, wenn ich jetzt hier doch noch so viele... Und wieder dieser Effekt. Er ist unverletzbar, wenn er vor mir steht. Man schießt immer durch. Das ist irgendwie ein Mega-Bug. Das macht die Viecher so gefährlich. Deren Schlagfrequenz ist so unendlich hoch. Und... Ich kann dann zwar trotzdem zaubern, aber es trifft nicht sein Ziel. Heilpflanze und Heilkraut. Ich hatte gerade kurz erwogen, ob ich jetzt einfach den ganzen Tunnel immer rechts lang laufe und dann nochmal zurücklaufe, aber ich glaube, das mache ich nicht so. Ich mache erstmal die Viecher da platt. Oh, das sind viele. Da sollte ich vorher nachtanken. Gluck. Und auch was essen. Die werden mich wohl beißen und kratzen. Also, das ist ein Minecrawler-Krieger. Oh nein, ich schieße über ihn drüber, das Targeting. Das Targeting auf der vertikalen Achse ist echt auch manchmal verbesserungsfähig. Ich werde gar nicht verfolgt. Wie kommt denn das? Das bin ich gar nicht gewöhnt. Guck, Mana fast voll. Baller den Minecrawler-Krieger weg, bitteschön. Das muss doch gehen.
Ja, gut. War das nicht 3? Wo ist denn Nummer 3? Das ist der Krieger. Ich hatte gedacht, hier waren 3. Wer bist denn du? Eine Wüstenratte. Eine Wüstenratte. So, mein Crawler. Wüstenratte. Da links ist noch einer. Komm, mach Theater. Oh je. Die Viecher haben mehr Glück als Verstand. Mehr Glück als Verstand. So. Also, ich werde hier mit Hella nochmal rumlaufen. Irgendwann auf dem Rückweg. Vielleicht in ein, zwei Episoden auch. Da ist überall so ein Bergkristall drin, in diesen Kristalldingern. Aha. Butlerfleisch, Dunkelpilz und Dunkelpilz und das ist ein Windfaust oder irgend sowas, glaube ich. Was bist du? Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Aha. 72 Gold, ein Mana-Elixier und ein Fisch. Es läppert sich wieder, ganz beträchtlich. Und die Rattis, das ist das Letzte, was ich in der Episode mache. Ja genau, friss deinen Artgenossen, vielleicht sogar deinen Partner. Mann, Ratten, ey. So. Ich glaube, ich kriege die 150 Dunkelpilze doch zusammen, dass ich das dritte Mal Dunkelpilzsud brauen kann. Das sind ja so viele. Und der Canyon geht noch ein Stück und dann hinten bei den Orks habe ich auch noch einiges noch gar nicht mehr angeschaut. Da sind so viele Dunkelpilze, wow. Butlerfleisch. Hier Lederbeutel. Und rechts, nein, links, links, rechts, rechts, links, nein, links, links, rechts, 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 links. Jawohl. Geweihtes Wasser und 38 Gold. Wofür brauche ich eigentlich geweihtes Wasser? Keiner weiß es. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, 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 nein. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Schwefel und 59 Gold. So. Ja, liebe Gewehrlinge, damit ist das Video zu Ende. Und weiter mit diesem Tunnel hier, in dem es vor Pilzen nur so wimmelt. Und es ist mir eine wahre Freude, sie alle zu pflücken. Jeden einzelnen, der pflückbar ist. Oh je, hier wieder die nächste. Ach, das sind ja allein, das sind ja 6 Dunkelpilze. Allein an dieser Stelle hier. Das ist ja nicht zu fassen. Wenn das so weitergeht, dann können die sogar die 200 Dunkelpilze noch schaffen. Aber das ist schwierig. Ja, weiter mit vielen, 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 vielen dunklen Dunkelpilzen. Hier in dieser Tunnelhöhle zwischen Heilpflanzen, nein, zwischen Banditenlager und Canyon geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!